zur Disruptive Technologies und Innovation for St. Mainz 2017 in Berlin. Neben mir Herr Eppich. Hallo. Herzlich willkommen. Dankeschön. Würden Sie sich zunächst erst einmal vorstellen, Ihre Position, Ihren beruflichen Hintergrund? Ich verantworte bei der Sofian den Bereich Business Development in Zentraleuropa für die Branchen Chemie und Hightech und helfe da Unternehmen von ihrem jetzigen Entwicklungsportfolio zu einem zukunftsausgerichteten Entwicklungsportfolio zu kommen. Und das bringt mich auch auf die DITIM, weil hier finde ich halt die richtigen Ansprechpartner, die sich genau dafür interessieren, was sind eigentlich disruptive Technologien, wie kommen wir dahin, wie können wir die ins eigene Portfolio übernehmen, welchen Wert haben die für uns. Also Stichwort Innovation und Disruption. Genau. Wie definieren Sie das? Was bedeutet das für Sie und wie ist der Ansatz, dass Sie Kunden helfen können? Jedes Unternehmen, das irgendetwas produziert, hat per se ein Portfolio in der Entwicklung, mit dem sie ihren oder mit Produkten, die an den Markt gehen. Jetzt ist die Frage, die Produkte passen heute auf den Markt, aber wie gut passen die morgen noch? Mhm. Welche disruptiven Entwicklungen, neue Technologien, welche Marktbeschränkungen, zum Beispiel durch regulatorische Anforderungen, kommen auf uns zu und verhindern oder ermöglichen den neuen Markteintritt oder die Ausweitung unserer Produktpalette in neue Länder zum Beispiel, in neue Regionen? Und was wir machen mit unserer Software, mit Accolade, wir helfen praktisch den Unternehmen, unseren Kunden, das bestehende Entwicklungsportfolio mit Hilfe von Szenariotechniken, haben Sie bestimmt schon mal gehört, unten gibt es da noch ein paar andere Anbieter mit Szenariotechniken, mit Hilfe von Szenariotechniken vorzubereiten auf künftige Anforderungen und die auch schon auf technologischen Roadmaps abzubilden, sodass man sehen kann, wie weit reicht mein Portfolio, in welcher Region, wo habe ich weiße Flecken, wie hoch sind die Unsicherheiten, wie stark sind meine Abhängigkeiten der Produkte untereinander, wie stark bin ich von bestimmten, zum Beispiel zugelieferten Technologien abhängig. Das sind alles Unsicherheiten in der Planung, die ich natürlich bewerten will, mit denen ich umgehen will als Unternehmen, damit meine Zukunftsplanung sicherer wird. Typischerweise vergleichen wir das. Wenn Sie heute in Berlin, haben wir ein schönes Beispiel, gerade ist bekannt geworden, dass morgen das Bodenpersonal streikt. Das heißt, morgen bleiben alle Flüge am Boden, alle Flieger bleiben am Boden. Und das bedeutet für eine ganze Reihe von Leuten, dass sie halt hier festsitzen in Berlin oder einen Zug nehmen müssen. Wenn Sie ganz generell sich auf eine Flugreise vorbereiten, müssen ganz viele Dinge zusammenkommen. Sie müssen wissen, wo Sie selber abfliegen wollen. In dem Fall wäre es Berlin. Sie müssen wissen, wo Sie hinwollen. Und Sie müssen sich darauf verlassen, dass alle anderen alles dafür tun, dass Sie von A nach B kommen. Und wenn wir ein bisschen mit das Foresighting mit rein wollen, müssen Sie wissen, wie ist das Wetter unterwegs? Gibt es irgendwelche Hindernisse, die wir umfliegen müssen zum Beispiel oder überfliegen müssen? Und mit vernünftigen Instrumenten fliegen Sie natürlich sehr viel sicherer. Also wir sagen, ein vernünftiges Cockpit, in der Software nennt sich das dann Dashboard, leitet Sie sehr viel sicherer an Ihren Zielort, als wenn Sie in einem kleinen Flieger sitzen und nur auf Sicht fliegen. Sichtflug bei schlechten Wetterbedingungen haben Sie gar keine Chance anzukommen. Und so ähnlich ist das mit intelligenter Software, die Szenariotechniken und Technologie-Roadmapping praktisch bereitstellt. So ähnlich ist das auch. Sie blicken also weit in die Zukunft genau, und antizipieren. Genau. Guter Punkt. Es geht nämlich nicht um die Produkte der nächsten 1-2 Jahre, sondern es geht um die Produkte und Technologien der nächsten 3, 4, 5, vielleicht 10 Jahre. Wir haben einen Kunden, kein Witz, der schaut 125 Jahre in die Zukunft. Fragt man sich, welches Projekt, welche Technologie 125 Jahre in die Zukunft? Da geht es um Nuklearkraftwerke. Weil die nämlich so, bis ich die wieder abgebaut habe, haben die so eine Laufzeit, ich brauche 125 Jahre. Wenn wir nochmal über das Thema Disruption sprechen, was ist für Sie eine der größten Disruptionen der Zeit heute? Wir sehen eigentlich zwei massive Änderungen, die auf uns als Anwender von Software zukommen. Das eine ist, wir werden immer mehr in der Lage sein, schnell viel selber zu machen über diese kleinen Apps. Und dieses schnell viel selber machen, das ist sicherlich ein Trend. Wir werden echtzeitiger, das gehört da dazu. Es wird nicht mehr erwartet, dass Sie innerhalb von 3, 4 Tagen auf etwas antworten, sondern man erwartet sofort eine Reaktion. Die zweite Geschichte ist eigentlich die zunehmende Digitalisierung in allen Arbeitsbereichen. Und das wird für jedes einzelne Unternehmen riesen Umbrüche bedeuten, weil mit der Digitalisierung sich Arbeitsprozesse, Arbeitsschritte eben ganz neu gestalten lassen. Sehr viel effizienter, viele einzelnen papierbasierten Schritte fallen weg.
Und das ermöglicht natürlich Unternehmen, ganz neue Prozesse, ganz neue Produkte auf den Markt zu bringen, neue Services. Und wer diese Chancen wahrnimmt, der steht morgen als Gewinner da. Und wer die auslässt, der ist wahrscheinlich nicht mehr im Markt. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass von den jetzigen Top 100 Unternehmen in 15 Jahren nur noch 40% da sein werden. Also eine relativ hohe Zahl wird verschwinden, wenn sie sich nicht ändert. Mhm. Geschäftsmodelle von gestern tragen morgen nicht mehr. Sie haben sich heute schon ein paar Vorträge angeschaut auf der DITIM. Was fanden Sie besonders interessant und was erhoffen Sie sich dieses Jahr von der DITIM mitzunehmen? Also die DITIM ist immer sehr reich an Fachwissen. Der Austausch ist für uns ideal. Wir sind da ganz vorne mit dabei, sind hier nur Experten am Start von wirklich großen Unternehmen, unseren Zielgruppen auch, den Partnern, mit denen wir uns austauschen, zu Szenario-Management, zu Technologie-Roadmapping, zu Foresighting. Und was mich am meisten angesprochen hat, war schon bei der Eröffnung der Vortrag über künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz wird genau das, was wir machen, auch beeinflussen, weil wir in der Lage sein werden, dann eben Szenarien automatisch errechnen zu lassen oder anbieten zu lassen. Praktisch proaktiv dem Management anzubieten, wie sollte er reagieren, weil sich die Umwelt verändert hat. Mhm. Der Markt hat sich verändert. Es gibt neue Anforderungen. Es gibt eine neue Technologie. Künstliche Intelligenz wird sicherlich einen großen Einfluss haben. Wir haben schon, wir sind da dabei, das mit einzubauen. Und das ist etwas, was noch weit unterschätzt wird. Die meisten Unternehmen, muss man ehrlich sagen, die sind noch bei der Digitalisierung der einfachen Arbeitsprozesse. So der Innovationsprozess, der muss digitalisiert werden. Da geht es so viel einfacher. Und heute arbeitet jeder mit Excel und E-Mail und 1000 Listen werden über den Zaun geworfen. Und da steckt eigentlich noch ganz, ganz viel, stecken viele Möglichkeiten für Unternehmen zu wachsen. Ja, dann hoffe ich, dass Sie sich auf jeden Fall auch am morgigen Tag noch interessante Eindrücke mitnehmen von der DITIM und bedanke mich für das Interview, Herr Eppich. Sehr gern, vielen Dank.